Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Es ist draußen dunkel und wir haben unseren Verehrer wieder verloren. Wieder mal. Irgendwie finde das einfach lustig mit dem. Ich weiß nicht, wie ist das eigentlich bei euch so in Oblivion, den Verehrer? Habt ihr den auch immer im Schlepptau oder... Oder schickt ihr ihn fort? Weil ich finde ihn eigentlich nützlich, so mit der Fackel. Tut euch keinen Zwang an. Dass er alles beleuchtet und so. Ist nur schade, dass er so wenig aushält. Oder schnell hinüber ist, sagen wir mal so. So, aber jetzt, wenn wir mit Janus geredet haben, schließen wir mal noch ein paar Tore hier um Skingrad herum. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Quatsch. Gruß euch. Denn ich will es jetzt wirklich wissen, ob Quatsch sich wieder aufgebaut hat. Ich glaube, hier müssen wir warten. Es ist 1 Uhr morgens. Warten wir bis 8 Uhr. Das Oblivion-Tor war eine Gefahr für uns alle, doch ihr allein habt es zerstört. Mein Dank ist euch gewiss, mein Held. Ja, kauft ein Haus in der Stadt? Ihr müsst mit Shumgro Yaruk darüber sprechen. Er ist der Einzige, der dazu in der Lage ist. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass mich hier, Hilfe für Bruma. Ich glaube, dass der Graf diese Angelegenheit persönlich in die Hand nehmen möchte. Wartet hier. Ich werde dem Grafen sagen, dass ihr auf ihn wartet. Ich dachte, hier hätten wir schon bereits ein Haus. Wie viel Geld haben wir? Fast 20.000. Ja, wenn wir noch mal ein paar Sachen verkaufen gehen, dann haben wir da Geld. Eventuell. Wie weit läuft er eigentlich uns hinterher? Nämlich jetzt hier? Morgen. Was? Wisst ihr, was mit Mercator Hositos geschehen Okay, warte, ist? Komm, wir reden mit ihm. Ganz Skingrad spricht über eure Tapferkeit. Gute Arbeit. Dankeschön. Könnt ihr jetzt Hilfe für Bruma schicken? Merunes Dagon kann meinesgleichen genauso wenig ausstehen wie meine sterblichen Untertanen. Vielleicht noch weniger, weil mit uns als Sklaven nichts anzufangen ist. Ihr habt mir geholfen, indem ihr das Oblivion-Tor nahe Skingrad geschlossen habt. Und jetzt werde ich euch helfen, indem ich Hilfe nach Bruma entsende. Nice. Auch ihr... Haltet den Mund! Auch ihr haltet den Mund! Okay, nice. So, dann jetzt noch ein paar Tore schließen, die hier in der Nähe sind. Eins ist ja da vorne. Hinter dem, was wir in der letzten Folge geschlossen haben. Dann, wenn wir jetzt nochmal auf die Map gucken. Okay, der Rest ist eher so nördlich und westlich von Skingrad. Nur das eine ist da. Im Osten. Musst du kurz überlegen, so, welche Himmelsrichtung ist denn das?
Dabei steht es ja unten auf dem Kompass. Oh, mir juckt die Nase, sorry. Aber ja, aktuell machen wir jetzt eigentlich Jagd nach den ganzen Oblivion-Toren. Natürlich, jetzt werde ich noch paralysiert. Ich glaube, ich muss meine Waffe einmal reparieren. Hier. Okay, das Tor schon mal zu. Wir müssen vermutlich erst hier lang. Na du? So. Nur Dremora-Zeugs hat er. Ich hätte gern mehr Dedrisches. Ich frag mich, was ist denn eigentlich das Rote hier? Was ist das für ein Material? Hier einen Weg darüber. Irgendwas peitscht hier. So. Gold nehmen wir mit. Was ist das denn für ein Riesenpickel? Was ist das hier? Kriegsaxt des Dynamos. Jetzt, was ist das für ein Pickel? Da ist noch ein Schibilei. Und noch eine Spinne. Okay, der greift mich mit bloßen Händen an. Und hat sonst nichts. Na komm her, kleine Spinne.
Die paralysieren immer. So, schnell weg von den Dingern, die schießen. Ja, komm, benutze das Schild. Habe ich gerade einen negativen Effekt oder so, dass ich... Dass die sich auch immer selber betatschen müssen. Out. Hier kommen wir nicht nochmal hin. So, einmal reparieren. Ich wünsche mir wirklich langsam bessere Ausrüstung. Wieder mal. Also, dass wir von dem Rest auch noch das Bessere bekommen. Das Dädrische. Natürlich jetzt gegen zwei Spinnen. Okay, wie öffnen wir dieses Tor? Wahrscheinlich damit. Sind wir jetzt einmal komplett im Kreis? Autsch. Gucken, ob ich den zerquetschen kann. Macht er erstmal so ein... so eine Ballettdrehung. Schmeißen wir die wieder weg. Was ist denn das gerade? Was ist das für ein...
für ein Malus, was wir mal wieder haben? So, Zwergenpfeile. Zahnstange, aber hier. Der hat nichts. Und hoffentlich ist jetzt das Tor da hinten offen. Es sieht offen aus. Es ist offen, ja. Ich glaube, die Wege werden, je nachdem, wie oft man Tore betritt, immer komplizierter. Und ich glaube, es ändert sich auch wirklich dann, je nachdem, wie viele Tore man geöffnet hat. So, da haben wir nochmal ein paar Dremoras. Hinweis wieder. Dremora-Bogen, Dremora-Breitpfeil. Beile nehme ich mit. Ja, an dem kommen wir nicht mehr. So, da haben wir noch jemanden. Das nehmen wir mit. Oh, zwei von denen. Nicht runterrutschen, bitte. Schwere Rüstungsfertigkeit verbessern. Ihr solltet rasten und über das Gelernte reflektieren. Nach Tagen und Wochen, in denen ihr ständig schwere Rüstung getragen habt, ist diese zwar immer noch nicht bequem, aber immerhin erträglich. Ihr habt euch an das Gewicht gewöhnt und gelernt, sie im Kampf einzusetzen. Als Meister der schweren Rüstung werdet ihr feststellen, dass eure Plattenrüstung euch beim Rennen oder Schwimmen überhaupt nicht mehr langsamer macht. Jetzt, wir sind jetzt Meister? Alter, jetzt. Jetzt übertreibt nicht. Alter. So. Dädrischer Kriegshammer, 5000 wert. Gibt es überhaupt einen Händler, bei dem wir so viel überhaupt verkaufen können? Was war das denn jetzt? So, also schwere Rüstung ist auf 100. Das und das haben wir endlich gemeistert. Nice. Dann ist nur noch das hier und das hier, was wir meistern müssen. Was am nächsten sind. Also zuerst das hier, Wiederherstellung und danach blocken.
Und dann die drei hier. Müssen wir schauen, wie wir das mal machen. Apropos, gucken, wegen Reparatur, Umbra. Falsche Gegner. Den hier. Und hier die Spinne. Hier sind die Türen diesmal. Ödnis von Oblivion. Okay, interessant, dass die dieses Mal hier sind. Oder waren die schon immer hier? So. Alter. Der hat nun ein Detraherz. Ist das ein geheimer Gang? Der drauf zahlen. Tremora fürs Beschwören. Oh, Hammer. Aber dann kann. Das kann ich jetzt zum Beispiel nicht. So, bitte hab Rüstung für mich. Nee. Ach hier. Den habe ich nicht gesehen. Aber diese Schatzkammer war mir jetzt neu. Noch einen Markt genutzt. Meine Geschicklichkeit hat Schaden erlitten. Wenn der jetzt was Dädrisches hätte statt... Okay, der hat einen Namen komplett, das Schwert.
Bartels Milchgesicht. Milchgesicht. Hier geblieben. Wo ist der andere hin? So. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Sorry. Sorry, dass ich kurz unterbrechen musste, aber da war gerade was am Handy, was wichtig war. So, oben sind die wahrscheinlich hier. Ah, der ist beschworen. Da ist der. Füttert mich. Und da ist der andere. Füttert mich her. Ah ja, das irgendwie. Dank des Lichts. Da ist ja noch einer. Ein Waldkind hat's wieder. Ich hoffe, der hat neue Rüstung. Bitte habt neue Rüstungsteile. Beinschienen, Brusthane, Städra, Stieb. Oh Mann. Und dann wieder den Kriegshammer. Der soll mal neue Rüstungen haben. Stab des Öffnens. So, noch ein bisschen. So. Überweltlicher Siegelstein, den haben wir jetzt. Die Zerstörungsmagie kennt Zauber, die Attacke. Okay, aber den haben wir jetzt geschlossen. Dann müssen wir jetzt einmal kurz Richtung Norden gehen. Stimmt, schwere Rüstung, die wir tragen, behindert uns ja jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt... Wir können jetzt so schnell laufen, als würden wir gar keine Rüstung tragen. Oh, das ist ja nice. So, aber ein paar Tore haben wir hier noch, die wir schließen wollen. Warte mal. Oh, ist voll. So, komm. Hey. Ich muss gleich reparieren. Weil ich mache jetzt gar keinen Schaden. Ein Seelenstein ist groß genug. Warum das denn? Okay, das war jetzt aber eine Geburt mit denen. So. Und die Waffe einmal wegstecken. Obwohl, wenn wir jetzt einmal reingehen in die Stadt, irgendwo dort
uns schlafen legen, können wir wieder Punkte ausgeben. Und die irgendwo verteilen. Boah, ich find's krass, wie schnell wir jetzt mit schwerer Rüstung sind. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Boah, ich mag, dass das Rot von der Rüstung auch ein bisschen so leuchtet. So. Für Lord Dagon. Was? Nur die Auserwählten. Ihr werdet mich nicht. Und jetzt fallt um und verblutet. Seid dankbar, dass ihr die Ankunft und ihr nicht sperrt. Else Godhater? Wenn ihr noch näher kommt, verwandle ich eure Knochen in Asche. Haut ab! Ach, halt du die Klappe! Einen wunderschönen guten Tag. Danke für die Hilfe gerade. Ich hätte gern ein Bett. Ich habe eine herrliche Kammer an der Ecke, wenn es euch interessiert. Das macht 20 Goldstücke für die Nacht. Ich nehme es. Hervorragend. Ich bin sicher, alles wird zu eurer Zufriedenheit ausfallen. Begebt euch nach oben und nehmt die Tür rechts am Ende des Gangs. Schlaft gut. Okay. Lebt wohl. Die Tür rechts am Ende des Ganges. Hier wahrscheinlich. Nee. Rechts Ende des Ganges, hier war das. Einmal zu, hier dürfen wir pennen. Machen wir 11 Stunden. Und dann haben wir jetzt Punkte zum Verteilen. Mal gucken, was wir voll machen können. Stärke ist ja jetzt voll. Oh, wir haben doch nicht so viel gemacht, wie ich gedacht hatte, aber Konstitution machen wir mal. Da. Ihr benötigt meine Hilfe? Aber was war mit... Ich weiß nicht, was mit der war. Wir gehen hier mal rum. Ich grüße euch. Und grüße zurück. So, gucken wir mal. Wo sind hier, Hier sind 2 Tore. 3, 4. Ja, okay. Wir fangen mit dem da ganz im Norden an. Würde ich sagen. Und schließen dann einen nach dem anderen hier. Na, aber ganz ehrlich, was war jetzt mit der einen da? Warum ist die ein Merunes-Anhänger? Da ist der Tor. Der ist sogar noch offen. Natürlich ist da wieder eine Daedra-Spinne. Oh.
Goblin Jims Höhle entdeckt. Goblin Jim? Ah, natürlich, der muss jetzt auch noch kommen. So, und Seelen gefangen. So, das Tor jetzt auch einmal schließen. Na du? Also ich hoffe, das können wir leichter betreten als die vorherige. Warte mal, nee. Machen wir einmal so. Und da ist der nächste. Oh, diese Türme gehen mir auf den Sack. Wo kommst du denn her? Hier geblieben. Was ist das für ein Bogen? Dremora. Schwerer Bogen. Dädrischer Zackenpfeil. Aber das war's, der hat nicht mehr. So, einmal kurz gucken. Muss Umbra wieder repariert werden? Ja. Okay, ich glaube, uns werden hier die Hämmer ausgehen. Dass wir gleich ein paar Hämmer kaufen müssen. Schade, dass ein paar Gegnertypen von hier in Skyrim nicht vorkamen, also von den Daedra. Magie reicht nicht aus, weil der wieder irgendwie so einen komischen Zauber gemacht hat. Oder ein Fluch oder sowas. Wie wenig Schaden habe ich jetzt gerade bei dem gemacht? Aber wirklich sehr wenig. Ist Umbra schon mittlerweile verbraucht, oder? Ich rede hier nicht nur von der Magie, sondern umso öfter man es repariert, so glaube ich jetzt gerade. Ist er momentan schweigsam, warum?
Komm, wir gehen mal darum. Das war der längere Weg, aber egal. Der ist ja schon hinüber. So, das nehmen wir mit. Oh, ein Blutbrunnen. Den brauche ich gerade. Nehmen wir mit. Ach, Ausdauertrank brauche ich nicht. So. Und dann haben wir das hier jetzt auch geschlossen. Okay, hier ist irgendwo noch einer. Da. So, jetzt ist die Frage, das, was wir haben. Ich muss in die Richtung. Ja. An Hämmern. Reicht das noch für ein Tor oder muss ich direkt in die Stadt? Und wieder neue holen. Eventuell ein bisschen was wieder verkaufen. Das Tor haben wir auch nicht geschlossen, okay. Einmal kurz gucken. Muss ich reparieren? Ja. Nicht kaputt gehen, bitte. In den Ebenen von Oblivion finde ich seltene Zutaten. Schade, dass ich kein Alchemist bin. Ja, jetzt benutzt ein Schild. So, ist das wieder ein Vakuonatz oder wie man die jetzt nochmal nannte? Nein, ein Kühn-Marcher. Oder Marcher. Kühn-Archer. So, das nehmen wir mit zum Verkaufen. Ah, okay, wir müssen wahrscheinlich wieder durch die Tunnel. Ja, wir müssen durch die Tunnel. Wir müssen hier durch und nochmal gucken, reparieren. Aber hier müssen wir durch. Beide gleichzeitig.
Ja, jetzt. So. Dass die nur Daedra-Herzen haben. Oh. Immer diese Scheiße hier. Was ist denn das für ein Fluch? Und wo muss ich jetzt lang? Ein Goldnugget. Der hat nur Salz der Abgründe oder Salze der Leere. So, Leben ist voll. So, wo ist denn jetzt der Ausgang? Nee, der war falsch. Das war der falsche Weg. Da vorne ist es. Da. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Den machen wir mal leer. Glasstiefel. Können wir verkaufen. So. Ist das eigentlich schon Speedrun, was ich hier mit den Dings mache? Mit den Obligatoren? So, was ist das? Daedrische Claymore. Das sind zwei Hände eigentlich, oder? Zweihändig, ja. Wenn die nur einen daedrischen Katana hätten oder sowas. Ein Daikatana. Boah, ich hoffe wirklich, in Elder Scrolls 6 gibt es wieder die Katanas. Ich vermisse die wirklich. Ich glaube, ich muss Umbra wieder reparieren. Ja. Nicht kaputt gehen. So, Blockenfertigkeit verbessert, nice.
Die Spinne! Wie kommt die auf einmal hinter mir? Wo ist sie? Dass die sich immer selber begrapschen müssen. Zwei Hämmer. Das wird knapp. Ich hoffe, ich finde noch irgendwie einen Hammer oder so. Das macht mir Sorgen. Schnelligkeit wird entzogen. Das liegt an den Waffen, ne? Ja, jetzt komm! Tetraherz und ein Hammer, perfekt. Haben wir jetzt einen mehr. Und jetzt wieder ein weniger. Leben entdeckt. Nein, ich habe das falsche. Ja gut. Dann entdecken wir mal ein bisschen Leben. Da, der leuchtet schon. Haben wir entdeckt? Elfenlangschwert? Nee. Brauchen wir nicht. So, und endlich beim Turm. So, gibt's hier noch einen? Ja. Wie wir erstmal geflogen sind. Den gibt's auch noch. Autsch. Gab es hier Türen. Was macht jetzt ein Frostatronach hier? Ach so, der wurde beschworen. Ihr seid momentan schweigsam. Ja, super. Dann Lebensentdecken. Hier. Und
nochmal reparieren. Bitte nicht kaputt gehen. Letzter Hammer. Und dann brauchen wir wieder welche. Was für Feigling? Wer versteckt sich hier in einem Turm? So. Ich feier das, was die sagen. Füttert mich her und sowas. Das könnte ich gebrauchen. Ach, hier. Mist. So. Wir sind nicht verstummt. Vielleicht in deinen Träumen, aber... Umbra? Wo ist Umbra? Ich wo ist mein Schwert? Ich verbanne euch. Wo ist mein Schwert? Und mein Schild. Haben die mich entwaffnet? Mein Schild ist noch da, okay, aber... Wo ist Umbra? Stimora Claymore, aber wo ist mein Schwert? Umbras weg. Aber wo? Wo, bitte sag mir nicht, es ist runtergefallen. Wo? Wie? Ich habe jetzt ein dickes Problem, wenn Umbra weg ist.
aber ich muss jetzt halt weiter. Tschüss. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Kurz warten und... Ja, dann kämpfen wir erstmal damit. Boah, das ist jetzt echt schade. Darf ich auch mal aufstehen, Arschloch? Quintessenz der Reue. Lähm für 2 Sekunden und er hat ständig damit draufgehauen. Dann Balkin hat wieder. So, hat der was? Beinschienen, Haare, Stiefel. Der. Wir haben nur das gleiche. So. Hier fehlt doch noch einer. Ich hoffe, draußen vorm Tor taucht Dings wieder auf. Umbra. Ansonsten habe ich jetzt ein Problem. Wir haben Umbra verloren. Aber wie? Oder verschwindet Umbra nach einer Weile, nach einer gewissen Nutzung? Ich brauche Hämmer. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.